Grüße. Wir wollen heute an der Harley-Davidson Sportster 48 diese großen Bobbles gegen diese High-Sider tauschen. High-Sider Blaze 2 in 1. Wir haben rotes Licht und gelbes Licht in einem Teil. Das bedeutet, dass wir das Schlusslicht und das Bremslicht in der roten LED haben und in der gelben LED haben wir den Blinker. Wir packen das ganze Gerät mal aus. Geliefert werden zwei Stück, einer für links und einer für rechts. Bevor wir uns damit befassen können, müssen wir die alten Teile aber demontieren. Damit fangen wir an. Unter dem Sitz befinden sich die beiden Anschlüsse für die Blinker. Rechts ist braun gekennzeichnet. Und das hier ist der Kollege für links. Um die Stecker voneinander zu trennen, drücke ich hier diesen kleinen Bupsel rein und kann dann den Stecker rausziehen für beide Seiten. Als nächstes werden die Blinker demontiert. Gehalten werden sie hier durch diese Schraube. Wenn ich die Mutter löse, wird sich hier draußen der Blinkerkopf lösen. Ist jetzt soweit gelöst und hängt nur noch am Kabel. Das Kabel endet hier in dem Stecker, den wir vorhin schon gelöst haben. Wir werden jetzt die Kabel aus dem Stecker auspinnen. Dazu habe ich hier diesen Verschluss geöffnet und werde jetzt hier vorne die Pins lösen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, vorher ein Foto der Kabelbelegung zu machen, für den Fall, dass es im Nachhinein irgendwie ein bisschen schwierig wird. Um die Kabel jetzt zu lösen, nutze ich hier so ein Stück Nadel oder Nagel oder ein Stück abgeschnittene Sicherheitsnadel oder irgendwas. Wichtig ist nur, dass ich das Ding hier oben reingestopft kriege, am besten von oben schräg nach unten, bis ich zu einer Art Klick komme. Und wenn ich den erreicht habe, kann ich die Kabel nach unten hin rausziehen. Die Kabel sind jetzt von den Steckern getrennt. Jetzt können wir das nach hinten hin zu dem Blinker einfach durchziehen. Auf der Innenseite sind die Kabel dann noch etwas festgeklipst, aber sie sind von unten auf jeden Fall lösbar. Als nächstes entfernen wir diese beiden Schrauben, um das Cover runterzunehmen und dann diesen Bolzen entfernen zu können. Okay, die Originalblinker sind jetzt runter. Jetzt können wir als nächstes die High-Sider kompatibel machen. Okay, wir haben jetzt hier also die neuen Blinker und die alten Blinker, bei denen wir nachher diese Pins rausnehmen werden, damit wir sie mit dem Originalstecker wieder verbinden können. Dazu werde ich jetzt als erstes diesen Stecker lösen und die Pins, die wir hier nicht benötigen, weil wir sie nicht in den Originalstecker kriegen, werde ich jetzt abkneifen.
Kabel haben wir jetzt anständig verlötet. Die Schrumpfschläuche sind noch nicht festgemacht. Für den Fall, dass da irgendwas nicht passt, haben wir immer noch die Möglichkeit, das dann halt wieder wegzusetzen und die Kabel zu tauschen. Wir werden jetzt wieder einpinnen, und zwar nach der Vorgabe, wie wir sie ausgepinnt haben. Unsere beiden Lötstellen sind jetzt hier vorne, die Stecker sind wieder drin und die zwei Heißhalter liegen hier vorne. Wenn wir jetzt die Zündung einmal starten, jawohl, das funktioniert, Bremslicht, hervorragend, linker rechts, linker links, okay, so können wir das Ganze gleich anbauen. Jetzt können wir den neuen Blinker an den Cover montieren. Ich nutze dazu dieses Loch und werde den von außen einfach anschrauben. Die Rückleuchten tun jetzt also, was sie sollen, und die LED im Dash blinkt auch in der richtigen Frequenz. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder irgendwie geholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. In nächster Zeit wird sich auf diesem Channel noch einiges tun. Wir werden eine andere Richtung noch einschlagen, die für mich bisher völliges Neuland ist. Lasst euch überraschen, wird ganz interessant. Drückt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen für neu hochgeladenen Content zu erhalten. Bis zum nächsten Video. Deuces!